Hallo ihr Lieben, es ist wieder Eichhörnchenzeit, Oachkatzels Wintertale. Und ich habe heute beschlossen, dass ich mal mit meinem Cover starten möchte. Das heißt, ich werde heute den Einband konstruieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ganz fertig werde, wir werden das sehen. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich mit meinen Signaturen noch gemacht habe. Ich hatte vorher 3 Signaturen und es war so dick, gefühlt war es also 1 Kilometer dick. Jetzt habe ich das Ganze aufgesplittet in 6 Signaturen, wie ihr seht. 6 etwas dünnere Signaturen. Und ich habe auch Blätter rausgenommen. Es ist immer noch sehr, sehr fett und es wird noch fetter werden, wenn es erstmal ausdekoriert ist, richtig. Es werden aber auch viele Seiten zum Schreiben frei bleiben. Also es wird nicht 100% überall dick und fett beklebt sein, sondern ja, es bleiben auch freie Seiten drin, auf denen man einfach was schreibt. So, und jetzt gibt es halt um die Wurst sozusagen. Es geht darum, was für ein Cover machen wir darum. Zuerst habe ich gedacht, ich nehme ein vorhandenes Buch und nutze das Cover dafür. Aber dann habe ich festgestellt, der Rücken hier ist viel zu breit. Da bräuchte ich eine antike Bibel oder sowas und das habe ich nicht. Also ich bräuchte hier so einen 8 cm breiten Buchrücken. Ich schätze mal so 8. Oh ja, das dürfte locker mal so 8 cm breit sein. Das habe ich aber nicht und ja, was soll ich sagen, nicht? Also es ist, jo. Das heißt, ich muss das Cover irgendwie selbst basteln. Ist auch kein Problem. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme irgendeine Versandverpackung. Also ist mir zuerst in die Hände gefallen, hier so ein Versandumschlag. Das kennt ihr bestimmt hier aus unserem Lieblingsversandhaus, ne? Das mit dem großen A. Und das ist quasi ja schon ein Buchumschlag, wenn man das so genau nimmt. Mit Verschlusslasche sogar. Dann habe ich mir gedacht, wäre doch nicht schlecht, wenn wir sowas nehmen. Ne? Von der Höhe her passt das ja gut. Ne? Steht oben ein bisschen über, unten ein bisschen über. Man hat noch ein bisschen Spielraum für Verzierungen etc. Man kann das jetzt hier schön reintun und dann kann man das sogar zuklappen. Aber, ja, das ist, glaube ich, zu klein. Das ist zu eng. Da kann ich gar nichts mehr drin verzieren. Und wenn ich was verziere, dann klafft mir das auf, weil der Rücken hier nämlich nur 4 cm ungefähr hat. Und das ist einfach zu wenig an dieser Stelle. Gut, habe ich den Gedanken wieder verworfen. Das wird dann mal was für ein anderes Journal. Dann habe ich mir gedacht, nehmen wir doch so einen großen Versandumschlag als Verpackung hier, als Versandkarton. Irgendwie geht auch. So, wenn man jetzt hier diesen hinteren Flap da mitverwendet und den vorderen mitverwendet. Ich lege jetzt die nur mal so hin, die Signaturen. Von der Höhe her ist das gar kein Problem. Und hinten der Rücken, der könnte auch gerade so hinkommen, obwohl der hat eigentlich auch nur 6 cm. Da hätte der Rücken ungefähr 6 cm. Ist mir jetzt eigentlich auch zu wenig wieder. Ne? Weil ich will ja noch ordentlich dekorieren da drin. Also das hat auch nicht geklappt mit dieser Idee. Ja, dann habe ich auch das verworfen. Weg damit. So ein anderes Journal. Und dann habe ich einen leeren Karton gefunden. Eine leere Schachtel habe ich gefunden. Da waren vorher mal Spitzen drin. Ich habe nämlich umgeräumt und meine Spitzen sind jetzt in einer anderen Box drin. Und diese Schachtel ist jetzt leer. So, das ist einfach eine weiße Schachtel, eine weiße Klappschachtel. Und diese weiße Schachtel hat aber genau die richtige Tiefe. Die hat nämlich 7,5, knapp 8 cm. Und das ist perfekt, habe ich mir gedacht. Und diese Schachtel arbeiten wir um als Cover für mein Journal. Ihr seht es ja selber, die passen da rein, die Signaturen. Das passt perfekt. Und ich glaube, wir fangen jetzt einfach an. Ich nehme erstmal die Schachtel hier ein bisschen auseinander. Ich nehme erstmal diese inneren Flaps da raus. So. Weil die müssen wir jetzt ein bisschen zusammenschneiden, die Schachtel. Wie kriege ich das denn da raus? Das ist aber ganz schön bockig ist das hier. Ganz schön bockig. So, jetzt haben wir es. Okay. Also, wir brauchen von dieser Schachtel ja nur wenige Teile. Wir brauchen nämlich nur dieses Teil, den Rücken und dieses Teil. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht, denn ich möchte das Journal, glaube ich, nicht zum Zuklappen machen, sondern wie ein ganz normales Journal verarbeiten. Und deswegen schneide ich mir jetzt mit meiner großen Papierschere, ich hoffe, das geht, schneide ich mir mal alle überflüssigen Teile erstmal einfach weg. Ja, da kämpft die Papierschere ein klein wenig, aber das ist schon okay, dass sie das tut. Sie macht nichts. So, kann ruhig ein bisschen ungerade sein, das kann man alles noch beischneiden später. Alles kein Problem.
diese Flaps weg. Diese Pappstücke kann man vielleicht noch für irgendwas verwenden später. Also ich würde die sogar aufheben. Vielleicht nicht alle, aber doch so einige. Da kann man sicher noch mal was mit machen. So, jetzt haben wir hier so eine komische Lasche, wo das reingesteckt war. Ich muss mal schauen, wie wir das dann später verarbeiten in unserem Journal. Aber irgendwas wird sich da bestimmt finden, wie wir das verwenden können fürs Cover. So, jetzt haben wir es gleich komplett runtergeschnitten. So, jetzt haben wir alle überflüssigen Pappteile erstmal weg. Ich lege auch die erstmal auf die Seite, weil die brauchen wir jetzt gerade aktuell nicht. Sollten wir was brauchen. Ich habe das alles in Reichweite liegen. So, jetzt habe ich mir gedacht, dass diese glatte Seite die Rückseite ist und die hier eventuell die Frontseite mit diesen Einschnitten. So, das heißt, mein Journal Cover wäre jetzt so. Da kommt mein Journal rein. Mein Journal Line kommt da rein. Das erscheint mir ganz gut von der Höhe her. Ja, nicht übel, nicht übel. Die Breite erscheint mir auch sehr gut, wenn ich mir das jetzt so angucke. So. Ihr seht, das passt perfekt da rein, wenn wir jetzt diese 6 Signaturen schön verteilen am Rücken. Und dann ist auch noch Platz, ein bisschen zu gestalten. Es ist jetzt hier noch ein bisschen zu lang. Das können wir dann noch ein bisschen beischneiden. Da kann also nochmal, da können glaube ich so 2 cm können da nochmal weg. Wenn man berücksichtigt, dass hier vielleicht noch Spitzen an die Seiten hinkommen, zumindest an einige, dann können da auf jeden Fall, würde ich sagen, 2 cm können wir locker wegmachen. 2 cm schneiden wir weg von den Seitenteilen. Das machen wir ganz locker vom Hocker. So. Ich messe das jetzt sogar mal kurzfristig ab. Das mache ich ja normalerweise nicht mit dem Messen. Also ich habe es ja nicht so mit dem Messen, das wisst ihr ja. Ja, deswegen mache ich ja auch so gerne Junk Journals, weil man da nicht so viel messen muss. Wenn ich was messen muss, dann... Oh. Die liebe Joyce macht öfter mal so Anleitungen, wo man ganz viel messen muss. Und da habe ich dann so meine Probleme damit, all diese Sachen da irgendwie nachzuvollziehen und aufzuzeichnen und so. Und ich finde das echt schwierig. Mir fehlt da irgendwie das Vorstellungsvermögen für diese Sachen. Aber hier mache ich jetzt ausnahmsweise mal. So, schneiden wir das mal runter. Und das ist ja ganz schön stumpf, das Ding hier, wenn ich das mal bemerken darf. Da kann man ja fast gar nichts mehr mitschneiden. Da kann man sich nicht mal mehr damit verletzen. So stumpf ist das. Okay, dann die andere Seite genauso. Auch 2 cm runter. Machen wir genau das gleiche. Schneiden wir das an. Zwei weg. So, nochmal. Durchziehen. Okay, weg mit dem Bleistift. Leg das hier über Eck, dann habe ich ein bisschen mehr Fläche für meinen Cutter zum Schneiden. Also irgendwie ist meine Unterlage hier wackelig. Ja? Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe doch da Zeitung runtergeklebt. Merkwürdig. Sehr merkwürdig das Ganze. So, das hätten wir. Jetzt zieht das wieder ein, auch wenn man sich nicht verletzen kann. Egal, sicher ist sicher. Kann das weg. So, jetzt haben wir da unser Cover. Im Rohbau haben wir das jetzt schon mal fertig. Ne? Das ist ja nur die Rohversion. So, das passt von der Höhe, das passt hier von der Tiefe her. Also könnt ihr gar nichts sehen. So, also das passt, glaube ich, relativ perfekt zu meinem Journal. Das hat einen schönen breiten Rücken nachher, da ist viel Platz drauf, um da irgendwas noch zu gestalten oder drauf zu schreiben, aber so weit sind wir ja noch nicht. Jetzt haben wir mal den Rohbau. Die Signaturen können jetzt erstmal wieder weg, brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Jetzt überlege ich mir, wie ich das hier bearbeite und verschönere, denn ich möchte natürlich, dass das schön aussieht. Und dazu brauche ich natürlich Kleber, das ist klar. Ich war völlig klar, ich brauche meinen Kleber. Ich brauche vielleicht sogar mehr Kleber, als ich da jetzt gerade
drin habe. Dann nehme ich mir mal mein Deckiglue und gebe da noch was rein in mein Glas, damit das ein bisschen dicker wird. Das ist mir ein bisschen zu dünn, was ich mir da angemischt habe. Deswegen, ihr seht ja hier mein altes Glas, das ist schon ganz verranzt. Ich hoffe, das hat jetzt die passende Konsistenz. Mal schauen. Das kann man schon gar nicht mehr zuschrauben. Ja. Mal kurz durchschütteln das Ganze. Das hört sich schon mal ganz gut an, das Geräusch. Nicht zu dünn. Das kann man nämlich manchmal am Geräusch, hören, ob das jetzt gut klebt. So, dann geht's weiter. Ich habe mir bereitgelegt ein klein wenig Stoff. Ich habe mir verschiedene Stoffe bereitgelegt. So. Ich habe früher mal so Patchwork gemacht, ja. Nicht sehr intensiv, aber ich habe viel Stoff gesammelt in der Zeit. Und ich habe so verschiedene Stoffe hier mit zurechtgelegt, die vielleicht irgendwie dazu passen könnten, zu diesem ganzen Wintertail. Müssen wir mal schauen, was da passt. Ein vergilbtes Klebeband, ja? So schaut es aus, wenn Klebeband auf Stoff ist und das alles vergilbt. Ja, das ist nicht schön, aber leider passiert. Gut, wir werden das irgendwie managen, irgendwie ignorieren vielleicht. Ich habe mir überlegt, dass wir diesen Stoff hier eventuell nehmen, um hinten den Rücken etwas zu verstärken, und zwar von innen. Weil hier ist ja immer sehr viel Bewegung durchs Aufklappen und Zuklappen, Aufklappen und Zuklappen, sehr, sehr viel Bewegung drin. Und deswegen könnten wir vielleicht ganz gut diesen Stoff verwenden, um das zu verstärken. Und das gleiche Spielchen können wir eigentlich oft auf dem Rücken machen, das müssen wir nämlich auch verstärken. Und ja, ich habe mir überlegt, dass wir diesen Stoff da nehmen. Weil der ist ja sowieso schon vergilbt und ja, damit eh schon ein bisschen, naja, nicht mehr so gut, sage ich mal, vorsichtig, nicht mehr so gut. Also, ich wollte ja hier meinen Silikonpinsel nehmen, für Kleber, genau. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert jetzt. Das ist jetzt ein bisschen dicker, als es vorher war, aber auch nicht wirklich dick. Ich hole euch mal, ich mache das Bild mal ein bisschen größer, Moment. So, jetzt könnt ihr ein bisschen besser gucken, was ich hier tue. Wir gehen hier rück, so ein paar Zentimeter rüber, über den Rand. Das passt sogar jetzt, glaube ich, relativ gut von der Höhe her. Da oben gehe ich bis an den Rand, da ist die Webkante vom Stoff, da gehe ich bis an den Rand hin. Und dann gehe ich einfach hier so gerade runter mit meinen Stöpfchen. So gerade, wie es eben geht. Mit diesem alten, aufgerollten Stoff. Jetzt wandert er gerade über den Tisch, das ist natürlich nicht so gut. Ah, da fehlt dann schon wieder ein bisschen Kleber, oder ist ein bisschen angetrocknet schon wieder. Ja, macht nichts. Gehen wir nochmal drüber. Upsala, jetzt habe ich ihn beinahe umgeschmissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, Leute, Leute. Ne? Das sind Zustände hier. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen oben drüber gehen, aber nicht zu sehr, nur ein bisschen. So, und das Ganze muss jetzt natürlich trocknen, ne? Ist ja klar, ne? Das versteht sich von selbst. So, da oben haben wir jetzt zum Beispiel zwei so Ecken, da hat es nicht richtig geklebt. Da und da zieht sich der Stoff dann so raus und das wollen wir natürlich nicht. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, weil ich meinen Kopf darüber hängen habe, aber das ist tatsächlich so passiert, dass es da zwei Ecken gibt, zwei, drei Ecken, wo es nicht richtig klebt. So, das liegt auch daran, dass sich der Stoff hier jetzt natürlich so hinwölbt. Ja? Wenn man das jetzt zuklappt, aber wir wollen das Buch ja auf- und zuklappen, daher müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir es zuklappen können. Und damit das auch weiterhin so geht, mache ich mir jetzt dahin, die ist mir zu stark, ich brauche eine schwächere Klammer, eine, die ein bisschen schwächer ist, so eine Nähklammer vielleicht, die ist ein bisschen schwächer, halten aber trotzdem zusammen, ne? So was hier, das mache ich mir da dran. Ups, das geht dann auch wieder nicht,
Wir sind zwar schwächer, halten dafür aber auch nicht. Was mache ich mir denn da jetzt hin, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es auch einfach irgendwie so stehen lassen und irgendwo einklemmen, ja, dass das nicht wieder aufgeht. So, auch gut. So geht's auch. Das Ganze muss jetzt trocknen. Und dann fangen wir an der Außenseite an. Und dann mache ich an der Außenseite vermutlich auch so ein Stück von diesem Stoff über den Rücken. Oder ich nehme einen anderen Stoff. Ich zeige euch mal, was ich noch zusammengelegt habe an Stoffen. Ich zeige euch das mal kurz. Machen wir mal eine Runde, eine Vorführrunde Stoff, während das andere da so trocknet. Schaut mal. Also das war ja der, den wir jetzt innen eingeklebt haben. Dann haben wir hier so einen schönen, so einen blauen mit ein bisschen grauen Blättchen im Hintergrund. Das ist aber auch nur ein relativ kleines Stück. Würde aber zum Beispiel für den Rücken würde es zum Beispiel reichen, wenn wir das am Rücken haben wollen. Das glaube ich, vergiss mal nicht drauf. Das ist sehr hübsch. Ein relativ dicker Stoff wäre eine Möglichkeit für den Rücken, also eine Alternative zu dem hier, zu den Blümchen. Dann habe ich hier noch so eine schwarze Spitze, die könnte man eventuell irgendwie so irgendwo dann oben drüber machen, über einen anderen Stoff, sodass der es halt so durchschaut. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob das zu diesem Journal passt, weiß ich noch nicht. Dann habe ich hier was in Naturtönen. Wäre vielleicht ganz schön für das Cover. Das sind nämlich so Streifen mit dabei. Gold wäre eventuell eine Möglichkeit. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ob das wird oder nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ich finde den Stoff ganz schön. Der ist irgendwie auch aus dem Patchwork übrig geblieben. Oder habe ich vielleicht mal einen Kissenbezug damit gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann es nicht mehr genau sagen, was es war. Aber ich finde ihn ganz hübsch. Also durchaus eine Möglichkeit. Dann habe ich hier so einen Stoff. Da finde ich die Farbe sehr schön. Und diese Farbe, die passt meiner Meinung nach perfekt zu diesen Farben hier. Also ich finde, das passt unglaublich gut zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das so wirklich sehen könnt. Also in der Kamera sieht es ein bisschen anders aus, ein bisschen abweichender. In Wirklichkeit ist der hier ein bisschen heller und ein bisschen mehr in das Grünliche rein tendierend. Aber der passt meiner Meinung nach super gut zu diesen Farben. Und das ist aber kein Baumwollstoff, sondern das ist irgendwie ein synthetischer Stoff. Aber ja, von der Menge her reicht das auch nicht für das ganze Cover, sondern höchstens für den Titel oder für die Rückseite. Wie gesagt, ich habe hier viele so kleine Patchwork-Reste, ne? Also wirklich kleine Reste von Stoffen. Und ich muss mir dann irgendwie da wieder was Buntes zusammenschustern. So, dann habe ich hier einen hellblauen Stoff. Das ist auch ein Baumwollstoff. Der passt eigentlich auch ganz schön dazu, finde ich, von den Farben. Der ist so auch nicht mehr genug für das komplette Cover. Da fehlt nämlich tatsächlich schon eine Ecke hier. Habe ich schon mal eine Ecke rausgeschnipselt. Aber hübsch, finde ich. Müssen wir schauen, was wir damit machen. Bin noch nicht ganz sicher, wie wir den verwenden oder ob wir den für dieses Journal verwenden. Mal sehen. Ich lasse mich mal selbst überraschen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Also Leute, wenn ihr denkt, ich hätte jetzt da schon einen konkreten Plan, habe ich nicht. Das finde ich auch ganz süß hier mit den blauen Ranken. Das sind aber auch mehrere so kleinere Stücke, glaube ich. Obwohl, das würde für ein Front und Rücken eventuell. Nee, doch nicht, dass sie sind, oder? Nee, das sind so Quadrate. Das reicht dann auch wieder nicht. Also eine Seite könnte man damit machen, beide geht wieder nicht. Farblich ist es allerdings nicht so schön zu dem. Also, ja, schwierig. So, das hier ist dann eigentlich wieder ganz schön von den Farben her. Passt das wieder sehr gut hierzu. Das sind so Blumenranken, aber so abstrakte Blumenranken drauf. Schaut mal. Ich finde das eigentlich sehr schön. Ich glaube, das würde gut passen. Und farblich passt das wirklich gut dazu. Es ist dunkler. Ihr könnt das jetzt gar nicht so gut sehen. Ja, so. Schaut mal. Also es hat die gleiche Grünrichtung. Schade, dass man das in der Kamera nicht so richtig sehen kann. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber ihr könnt es erahnen zumindest. Ja, also momentan ist, glaube ich, das mein Favorit. Aber ich habe noch ein paar. Ich habe noch ein paar. Zeige euch auch noch. Ich lege das mal hier nach oben, weil das ist jetzt gerade mein Favorit. So, dann habe ich das hier. Ist auch ein sehr schöner, dünner Baumwollstoff. Der ist hellblau und hat so grüne, kleine grüne Blümchenranken drin. Seht ihr?
Und der passt eigentlich auch sehr schön dazu. Und das wäre auch genug für das ganze Cover. Der ist allerdings ein bisschen dünner, der Stoff. Also sehr, der ist sehr, sehr fein, nicht so dick wie dieser grüne hier. Aber der wäre auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Also würde mir auch gefallen für das Cover. Ach, es ist ja wirklich total schwierig. Aber das wäre auch gut. Also die beiden sind in der engeren Auswahl, was mich angeht. Dann habe ich hier noch sowas gefunden. Das ist wieder sowas mit so Streifenmotiven und so. Ja, ganz viele Streifen sind da drauf. Da passen auch einige der Farben sehr gut zu diesem Journal. Vielleicht wäre es schön, davon Teile zu verwenden. Also dieses Grüne hier zum Beispiel passt super zu dem Grün hier im Journal. Oder hier ist auch das Grün mit drin. Also ich finde, wenn man das nicht komplett drauf macht, also komplett ist das vielleicht echt ein bisschen, ne? Also da, ja, da kriegt man dann, wenn man da drauf guckt auf so ein Ding, kriegt man wahrscheinlich die Krise, ne? Weil das so dermaßen wirr ist. Aber wenn man jetzt nur Teile davon nimmt, nur eine einzelne, so einen einzelnen Streifen, dann könnte das sehr wohl schön aussehen, finde ich. Und deswegen bleibt das auch mal draußen in meiner kommt in Frage-Ecke. Ja, diese kommen in Frage. Also wir haben jetzt das hier mit den Streifen, das kommt in Frage. Das hellblaue mit den kleinen Blümchen und dieses etwas stärker türkisgrüne mit den schwarzen abstrakten Blumen, die kommen in Frage. Eventuell diese schwarze Spitze, das werden wir sehen. So, die blauen Sachen kommen eher nicht in Frage. Das hier ist eine schöne Farbe, könnte eventuell in Frage kommen. Und was auch eventuell noch in Frage kommen könnte, wäre dieses Sand-Naturfarben. Aber da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe zwar auch das Gold mit drin, bei den einzelnen Ephemera und so. Da gibt es bei dem jetzt hier nicht so wirklich, aber da sind einige drin. Hier zum Beispiel bei der Karte, da haben wir ja auch das Gold am Rand wieder. Da taucht es dann wieder auf. Ja. Ich weiß nicht. Bin da noch ein bisschen unschlüssig an der Stelle. Ich lasse das mal noch raus und die anderen sind aber, glaube ich, für mich sind die jetzt mal aus dem Rennen. Die auf jeden Fall. Und ob ich das hinten auf den Rücken klebe, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht in einer doppelten Verstärkung oder so. Ich tue die erstmal wieder weg. Gut, dann muss das Ganze jetzt noch ein bisschen länger trocknen. Und leider muss es auch länger trocknen, als ich Zeit habe, heute ein Video zu drehen. Drum lasse ich jetzt trocknen über Nacht und drehe dann morgen den nächsten Teil dieses Videos. Ihr seht, das ist jetzt da hinten in der Mitte eingeklebt. Hallo, stell mal scharf. So, das ist da eingeklebt und dann kann man es hübsch zuklappen. Und das verstärkt vor allen Dingen diese Knicke, wo man immer, wo sich das immer bewegt, ja, diese, wie soll man es nennen, Scharniere oder also da, wo man immer auf und zuklappt. Das verstärkt jetzt der Stoff. Und das Gleiche machen wir auf der Rückseite dann auch noch für den Buchrücken. Der wird auch noch verstärkt mit Stoff. Und ja, ich werde das ganze Cover mit Stoff beziehen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich dabei jetzt vorgehen werde und wie ich dann Naturmaterialien noch einarbeite. Ich will nämlich noch einiges an Naturmaterial ins Cover einarbeiten. Da kann ich euch auch mal was zeigen. Ein paar kleinere Dinge habe ich schon bereitgelegt. Ich habe hier dieses Stück Rinde. Das war eine Happy Mail von der Stefanie. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen zu groß. Eventuell nehme ich davon nur ein Stück. Ich glaube, ich werde dann vielleicht das Astloch hier abtrennen. Und es könnte natürlich passieren, dass da oben ein Eichhörnchen aus dem Astloch rausguckt. Bin ich noch, ich überlege noch, ja. Dann habe ich noch so andere Rindenstücke, die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen ungewöhnlich geformt. Die habe ich mal bei uns gefunden im Wald. Also sowas zum Beispiel. Moment, jetzt kriege ich das da gar nicht mehr rausgezuppelt. So. Ja, gut. Genau, so. Also dieses und dann habe ich noch dieses. Dann habe ich natürlich auch so diverse Federn hier. Ne? Das sind auch so Naturfedern dabei. Also tatsächlich, also echte Federn. Ne? Wäre vielleicht auch ganz witzig. Dann habe ich noch solche. Das sind so Schoten von einem Busch, der bei mir im Garten steht. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig, wenn man sowas machen würde. Und dann habe ich so diese Blätter von Mondviolen, das kennt ihr bestimmt. Die sind sehr zerbrechlich, aber vielleicht passt davon irgendetwas. Da habe ich noch eine
Stück Rinde. Und da ist noch ein Stück Rinde. Und ja, das sind so die Sachen, die ich mir so überlegt habe, die ich vielleicht da mit einarbeiten möchte. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Sache, die ich gerne einarbeiten möchte. Und zwar ist das ein Plüsch. Ich habe das schon mal verwendet in der Defamaremba-Aktion. So ein kleines fellartiges Plüschzeug, das aussieht wie Fell und ganz weich ist und streichelzart. Und das könnte für mich den Eichhörnchenschwanz repräsentieren, habe ich mir so überlegt. Also wenn ich das verwende, dann wäre es ein bisschen wie das Eichhörnchenfell. Ich hole das mal runter und zeige euch das gerade mal, was ich da habe. Ich habe nämlich eine ganz große Kiste mit, ups, ich habe den Platz hier auf dem Tisch. Die ist so groß, ihr könnt es gar nicht sehen. Gell? Das ist eine ganze riesen Box voll mit solchen Plüschstoffen. Und ich hole nur mal ein paar raus, damit ihr die da mal sehen könnt. Na, die lege ich mal dahin. Moment, da ist ja überhaupt kein Licht mehr so groß. Ihr könnt ja gar nichts mehr sehen. Schaut mal. Zum Beispiel gibt es hier so einen Plüsch. Ne? Der ist ganz kurz. Das ist ein sehr kurzhaariger. Das ist alles gewebt. Das ist kein echtes Fell. Das ist alles gewebt. Aber es sieht aus wie Fell. Und es hat auch so eine... Es hat diese Wuchsrichtung von Haaren irgendwie, ne? Als ob hier so der Rücken wäre und dann wachsen die Haare so nach links und nach rechts. Also das ist wirklich ganz toll gemacht und es sieht auch toll aus, finde ich. Und jetzt gibt es aber ein paar von diesen Fellen. Ich lege mal was hin, ne? Ich lege einfach ein bisschen hin und ihr seht ja dann, was das so für Strukturen sind. Sowas hier. Dann habe ich sowas, das sieht dann eher so nach... Ja, weiß ich auch nicht. Was ist das für ein Fell? Ich habe keine Ahnung. Ist das so ein Leopardenfell? Ja, also ganz spannende Sachen sind da drin. Das ist nochmal so ein Stück so, was aussieht wie ein Leopardenfell. Dann habe ich hier auch so einen schwarzen Persianer. Schaut, schwarzer Persianer. Dann habe ich noch einen schwarzen Persianer, ein bisschen grober zum Beispiel. Dann gibt es hier so schwarz-weiß gemustertes. Ich weiß nicht, welches Tier so gemustert ist, keine Ahnung. Aber ich habe das als Webstoff. Das ist ganz glatt und schwarz. Dann gibt es hier sowas, das sieht eher aus wie so Waschbär von der Farbe her. Es ist alles wunderbar weich. Also das ist alles ein Traum, ne? Also ganz, ganz toll weich. Oder hier sowas Graues, auch ganz weich. Ganz witzig ist auch das hier mit so kleinen Pünktchen. Das ist so wie ein Ocelot gemustert. Ich würde sagen, das ist Ocelot. Dann gibt es auch sowas wie das hier, Zebra. Also ich habe eine ganze Kiste voll. Das ist jetzt wirklich nur, das sind nur Auszüge. Ja? Das sind nur Auszüge davon. Und ich habe eben auch dieses etwas dickere, plüschige, wie das hier. Und das hier, oh, das ist unglaublich weich. Ne? Also sowas habe ich im Defamaremba schon verwendet. Das hier, wenn man einen Teil davon verwendet, könnte der Oachkatzelschwarf sein. Das finde ich super dafür. Das ist weich genug. Hier habe ich eins, das ist ein bisschen dunkler. Das wäre vielleicht sogar besser. Kommt darauf an, was man für eine Oachkatzelsorte verwenden möchte. Bestimmt habe ich noch mehr von diesen langhaarigen. Muss ich nur in meiner Kiste graben, dann werde ich sicher noch genügend davon finden. Also es ist wirklich noch jede Menge davon da. Was auch ganz cool ist, ist das hier. Das ist nochmal wieder ein bisschen anders. Schaut, so, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, gell? Schaut wirklich ein bisschen aus wie Eichhörnchenfell. Ist aber alles gewebt. Also Leute, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe hier echte Felle. Es ist alles Stoff. Alles Stoff. Es ist unglaublich schön weich. Ich habe das von einer Schneidereiauflösung. Die haben halt solche Mäntel und Jacken gemacht aus Kunstfell. Zum Glück nur aus Kunstfell. Das war mir recht sympathisch und die haben diese ganzen Verschnittreste, also alles, was eben so übrig war, das haben sie dann eigentlich gesammelt und in der großen Kiste gesammelt. Und ich hatte dann das Glück, diese Kiste zu bekommen, sagen wir so. So, also das nehmen wir auf jeden Fall auch mit rein in das Cover des Journals, denn das wird der Oachkatzelschwurf. Ach, das ist so schön weich, Leute. Das kann man den ganzen Tag streicheln. Gut, lassen wir das jetzt mal. Okay, das war's erstmal für heute. Ich mache das Video morgen weiter und dann schauen wir,
wie es uns hier so ergangen ist. Gell? Wir sehen uns morgen. Also, tschüss.